Er findet E.ON sich neu, weil es auch die Risiken der Atomenergie abspalten will. Strebt es also eine Art Bad Bank an, wie Atomkritiker bei der Sicherheitskonferenz in Hameln geargwöhnt haben? Das ist genau zu prüfen, weil die Konzerne haften natürlich mit ihrem gesamten Vermögen für die Folgekosten, nicht nur die Kosten eines möglichen Unfalls, sondern natürlich auch für die Kosten der Entsorgung und des Rückbaus. Und wenn der Wert des Unternehmens durch eine Teilung verkleinert wird, kann das dazu führen, dass am Ende nicht mehr genug Wert übrig bleibt, um die Folgekosten zu bezahlen. Und das ist nicht im Sinne des Steuerzahlers und auch nicht im Sinne der Bundesrepublik und des Landes Niedersachsen. Und von daher gucken wir uns das sehr genau an, was das für rechtliche Folgen hat. Erwarten aber auch schon jetzt, dass die Bundesregierung hier Sorge trägt, dass beispielsweise die Patronatserklärungen verlängert werden, um einen schleichenden Abschied aus der Verantwortung zu verhindern. Also der Steuerzahler soll nicht die Altlasten von E.ON tragen. Das ist richtig, das Verursacherprinzip gilt, aber wenn man sich die Rechtslage anguckt im Bundesatomrecht, dann kann man schon sehr ernste Sorgen haben und muss befürchten, dass am Ende der Steuerzahler und die Steuerzahlerin hier zur Kasse gebeten wird. Und deswegen ist es dringend, dass die Bundesregierung hier rechtliche Korrekturen vornimmt.